zwischen Einziehen und Wegfahren, Wohlfühlen und Ankommen, Abenteuern und Alltag. Ich baue mir ein neues Leben auf. Mit 33. Schon wieder. Erzählen, wie oft ich schon neu angefangen habe. In meinen 20ern war das noch cool. Neue Stadt, neue Leute, neue Erlebnisse. Man wächst über sich hinaus und lernt sich selbst neu kennen. Nun bin ich in meinen 30ern und mittlerweile ein Meister darin, mich neu zu erfinden. Vielleicht identifiziere ich mich sogar ein bisschen zu sehr damit. Zwischen all der Veränderung, wer bin da eigentlich noch ich? Sollte man sich in seinen 30ern nicht gefunden haben und angekommen sein? Nun, das Leben ist kein Ponyhof und es läuft nicht linear und schon gar nicht so, wie man es geplant hat. Hier bin ich also zwischen all den gesellschaftlichen Erwartungen, wie man in seinen 30ern zu sein hat und dem eigenen Gefühl, dass man doch eigentlich noch ein grüner Hüpfer ist. In einer neuen Stadt, beziehungsweise gleich in einem anderen Land, etwas unfreiwillig sesshaft und doch irgendwie immer noch ich selbst mit den gleichen Träumen, der unstillbaren Neugierde, die Welt zu entdecken, neue Hobbys zu beginnen, immer bereit für Schabernack, aber auch dem plötzlichen Verlangen, Sauerteigbrot zu backen und mir ein Nest zu bauen. Bis Mitte 20 war ich noch davon überzeugt, dass ich mit 30 verheiratet bin, Kinder habe, trotzdem schon eine erfolgreiche Karriere, weil meine Kinder schließlich schon aus dem Gröbsten raus sind und naja, halt total im Leben stehe, total erwachsen bin und genau weiß, wer ich bin. Mein 18-jähriges Ich würde mich vermutlich ziemlich hart dafür verurteilen, dass ich stattdessen gerade umgezogen bin und auch hier schon weiß, dass das noch nicht meine letzte Station ist. Es ist noch nicht so lange her, dass ich in eine neue Beziehung gestartet bin. Und ich bin noch weit davon entfernt, Kinder zu kriegen. Meine Karriere habe ich an den Nagel gehängt, um zu reisen, und habe mir einen Job aufgebaut, der von der Gesellschaft einerseits belächelt und andererseits nicht verstanden wird. Und ob er Zukunftsperspektiven hat, weiß auch noch niemand. Ich habe gerade eine neue Leidenschaft entdeckt und in einem Alter, von dem ich früher dachte, dass der Körper sich bereits dem Verfall gewidmet hat, noch mit Akrobatik angefangen. Mein 18-jähriges Ich würde vermutlich denken, ich bin eine schräge Tante. Und das ist auch alles vollkommen in Ordnung so. Wer will schon eine verunsicherte Teenagerin beeindrucken, die versucht, erwachsen zu sein und cool auf andere zu wirken? Mein 8-jähriges Ich allerdings, das am liebsten Ratschläge geschlagen hat und geübt hat, auf Händen zu laufen, goofy war und ängstlich, aber auch neugierig, die wäre, glaube ich, ziemlich stolz auf mich. Wie viele coole Sachen ich gemacht habe und dass ich mich immer noch in neue Abenteuer begebe. Und das ist mir tatsächlich etwas wichtiger. Neues Kommoden-Schreibtisch-Möbel-Dings da. Ich war jetzt am Wochenende wieder in Oslo, vor allem um dieses Möbel hier abzuholen. Das hat nämlich letztes Mal nicht ins Auto gepasst. Ich habe da echt sehnlichst drauf gewartet, weil ich bisher immer auf dem Sofa gearbeitet habe. Und ihr könnt euch vielleicht denken, wie motivierend das ist. Mir geht's heute irgendwie gar nicht gut. Ich habe
Kopfweh, mir ist ein bisschen schwindelig. Normalerweise würde ich mir jetzt einfach einen entspannten Tag machen, aber heute Abend ist Acro-Yoga. Ich habe hier bei uns im Städtchen eine kleine Acro-Yoga-Community gegründet. Das ist ein Sport, der mich so gepackt hat. Naja, und weil ich eben für die Community da sein will und heute Abend die Stunden nicht ausfallen lassen möchte, werde ich trotzdem gehen und muss mir jetzt irgendwie meinen Kopf hier überreden, dass er sich beruhigt. Ein neues Leben aufbauen also. In die Ungewissheit zu treten, ist nicht immer toll. Und oft fühlt sich so eine Veränderung unfreiwillig an und bringt daher ziemlich viel Überforderung mit. Von vorne anzufangen, ist nicht immer toll. Packen, umziehen und auspacken macht keinem Spaß. Aber ein Neuanfang bringt auch immer Chancen mit. Seit 1,5 Jahren bin ich nun in Norwegen. Doch, dass ich mich so richtig darauf eingelassen habe, hier meinen Lebensmittelpunkt einzurichten, ist zumindest gefühlt noch nicht so lange her. Anfang des Jahres bin ich offiziell bei meinem Wikinger eingezogen. Wir leben in einem winzigen Städtchen, umgeben von ganz viel Natur, Fjorden und Bergen. Eigentlich ein Dorf mit 7500 Einwohnern, aber mit Universität und aufgrund von Mangel an größeren Orten in der weiteren Umgebung auch vielen Aktivitäten vor Ort. Ich gehe regelmäßig ins Sprachcafé in der Bibliothek, um mein Norwegisch zu üben. Wir sind eine bunte Gruppe von Leuten aus aller Welt und es ist so spannend zu hören, wer aus welchen Gründen gerade hier gelandet ist. Ein paar Einheimische sind auch immer dabei, die uns Wörter zuspielen, wenn wir nicht weiter wissen. Die meisten Norweger sprechen so gutes Englisch, für mich ist es tatsächlich nicht so leicht, mein Norwegisch im Alltag zu benutzen. Diese Gruppe hilft mir sehr, mehr und mehr zu verstehen und selbstbewusster zu werden im Sprechen. An dem die Sonne da ist. Liebe Grüße vom Partner des heutigen Videos. Ich stelle dir jetzt mal die verschiedenen Decken von Whited vor, denn sie haben tatsächlich alle eine andere Funktion. Was sie alle gemeinsam haben, ist die Kissenfunktion. Das heißt, es gibt eine eingebaute Kissenhülle, die sich hier mit dem Reißverschluss öffnen lässt. Und darin lässt sich die gesamte Decke verstauen. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass sie zu 100% aus recyceltem Material bestehen. Die Cloud-Touch-Decke ist die flauschigste von allen. Sie hat eben dieses ganz kuschelig weiche Innenmaterial und hält am wärmsten. Ich würde sie empfehlen für Schnee, drin oder im Camper. Wofür ich sie nicht empfehlen würde, ist, sie draußen als Picknickdecke zu benutzen, weil sich da drinnen Gras zum Beispiel oder Moos eher verfängt. Wer eine Decke möchte, die das auch kann, dem empfehle ich, das Inlay Fleece zu nehmen. Die eignet sich sowohl als Schlafsack und für kältere Temperaturen, als auch für draußen auf dem Boden bei jeglichem Wetter. Das hier ist die Ripstop-Decke. Die hat auf beiden Seiten diesen Kunststoff, wo man sich eben keine Gedanken machen muss um Schmutz. Ganz ähnlich, aber etwas kleiner ist die Travel Blanket. Ist super leicht, hat wie alle Decken auch diese Druckknöpfe. Das Coole an der Decke ist, sie hat auch eine Kapuze und ist damit tatsächlich ein super Umhang. Das war jetzt eine kurze Vorstellung von meinen Lieblingsdecken. In dem Link in der Videobeschreibung findest du mehr Informationen und mit meinem Code sparst du 15% auf deine gesamte Bestellung. Leider sieht man durch die Sonne auch, wie unglaublich schmutzig die Fenster sind. Ich habe sie vor ein paar Wochen versucht zu waschen, aber das ist absolut in die Hose gegangen, weil das Wasser draußen halt gefroren ist an der Scheibe. Das versuche ich, wenn es Plusgrade hat, nochmal. Als erwachsener und neu zugezogener Mensch im Homeoffice und dann auch noch ohne die Landessprache fließend zu sprechen, ist es nicht so einfach, Anschluss zu finden. Und erst recht nicht im distanzierten Skandinavien.
Hier kommen mir meine Soloreisen definitiv zunutze, weil ich mich traue, vieles allein zu machen und auch weniger Hemmungen habe, Leute anzusprechen, Neues auszuprobieren und die Initiative zu ergreifen. Im ersten Moment war ich richtig traurig, dass es hier im Dorf noch keine Akro-Community gab. Dann starte ich eben selbst eine, war dann die nächste Reaktion. Wenn man wo neu ankommt, kann man natürlich auch warten, dass alles auf einen zukommt. Das dauert dann aber eben vermutlich deutlich länger. Besonders in einem Land wie Norwegen, wo die Menschen doch eher zurückhaltend sind. Wer keine Jahre damit verbringen will, alleine da zu sitzen, darf also proaktiv werden. Ich habe mich auch beim Wanderverein als Freiwillige gemeldet und wir haben schon die erste Tour organisiert. Auch den Frauenkreis, den ich über die Yogaschule kennengelernt habe, treffe ich mehr oder weniger regelmäßig. Wenn man so etwas möchte, ob man nun neu ist oder schon jahrelang an einem Ort lebt, kann man sich das auch selbst aufbauen. Wir haben hier neulich Cookies gebacken und das ist etwas, was ich aus Amerika mitgenommen habe. Ich habe dort wie verrückt jeden Tag frische Cookies aufgebacken, weil die dort in so Fertigpacks verkaufen. Und ich dachte mir, hey, das kann man ja auch selber machen. Und deswegen haben wir jetzt hier Cookie Dough, Keksteig. Und die backe ich mir jetzt einfach frisch auf, beziehungsweise nicht nur mir. Einmal für mich, für das Skiabenteuer, auf das ich heute gehe, aber auch für die Nachbarn. Denn die Nachbarn hier direkt an dieser Wand, die fahren nach Japan und worauf ich auch ein bisschen neidisch bin, aber Japan steht dieses Jahr ja auch für mich an. Die fahren nach Japan und ich kann mir ihre Skier ausleihen. Für ganze 2 Monate, was ich einfach super, super nett finde. Wie viele brauche ich? 1, 2, 3, 5, 6. Ich habe mir sowieso vorgenommen, dieses Jahr mehr selbst zu machen und dann zum Beispiel einzufrieren. Zum Beispiel auch Pizzateig, statt den halt mit lauter ekelhaften Zusatzstoffen zu kaufen. Einfach Pizzateig in doppelter Menge machen und einen Teil einfrieren. Dasselbe mit den Cookies. Geliefert, Skier abgeholt. Jetzt kann's losgehen. Suffering's a way to earn your keep. I better start putting miles on the I'm so tired of wandering. Yeah, I'm lost. Can I be forgiven myself? I know I'm claustrophobic and comfortable. Can I be? Der nächste Raum, den ich in Angriff nehme, ist der Eingangsbereich hier, der einfach nur total vollgestopft und unorganisiert ist. Ich habe ein paar Ideen, was man hier machen kann. Messe jetzt mal aus und überlege, ob das, was ich mir überlegt habe, funktionieren wird. Ich messe, weil ich wieder nach Oslo fahre. Ich bin gerade erst wieder gekommen, vor circa einer Woche, und fahre wieder los. Denn die letzte Akro-Yoga-Stunde, die ich dort hatte, hat irgendwas in mir wachgerüttelt. Ich bin voller Begeisterung und voll Motivation. Dieser Sport bringt etwas aus mir heraus, was ich schon lange vermisst habe. Ich weiß, jeder vernünftige Mensch hätte gesagt, okay, danke, schön war's, tschüss. Aber seit wann höre ich eigentlich auf die Vernunft?
Mir ist an dem Abend einfach so bewusst geworden, dass ich dieser Begeisterung folgen muss. Und dass es auch nicht zum ersten Mal ist, dass ich meiner Begeisterung folge. Und was für bombastische Sachen das in meinem Leben ausgelöst hat oder zu was für tollen Sachen es geführt hat. Wenn da etwas in mir ist, das so laut ist, dass ich an nichts anderes mehr denken kann, das mich so einnimmt, dass ich alles andere stehen und liegen lassen würde, dann muss ich dem einfach folgen. Ich weiß, es kommt für viele unverständlich, dass ich mir hier ein Leben aufbaue und schon wieder wegreise. Aber ganz ehrlich, warum nicht? Was hält mich davon zurück? Und vor allem, wer sagt denn, dass man immer nur an einem Ort sein muss? Ich gestalte mir mein neues Leben. Und das darf so bunt sein, wie ich es mir mache. Zum Sesshaftsein gehört für mich, mir einzugestehen, dass ich im Herzen Nomade bin und sich das nicht so einfach ignorieren lässt. Ich definiere Zuhause anders und lebe gerne unkonventionell. Je länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass Ankommen nicht bedeutet, dass man sesshaft sein muss, sondern Ankommen viel eher bedeutet, sich zu akzeptieren, so wie man ist. Und so bin ich nun mal, sprunghaft, voller Begeisterung und mit einer selbstgewählten Freiheit, die ich gerne auslebe. Warum auch nicht? Und wann, wenn nicht jetzt? Ich weiß, dass mein Leben für viele Menschen unverständlich ist. Wie zum Beispiel mein Vater, auch im 5. Jahr meines Vanlifes, nicht verstehen konnte, was ich da tue und versucht hat, es mir auszureden. Vielleicht denkst auch du, dass etwas anderes besser wäre für mich. Dass ich weniger dies sein sollte und mehr jenes. Aber ich gehe meinen eigenen Weg und mache, was sich für mich richtig anfühlt. Und das muss niemand anderes verstehen. Und so baue ich mir ein neues Leben auf, lerne Leute kennen, lege Fundamente für Freundschaften, verliebe mich in Bewegung und probiere neue Sportarten. Ich habe gute Tage und schlechte Tage. Manchmal fühle ich mich einsam und an anderen Tagen klopfe ich mir auf die Schulter, dass ich das schon richtig gut hingekriegt habe. Das Leben fließt und ich paddel fleißig mit meinem Kajak. Mittendrin fühlt sich das oft chaotisch an, dass man nichts gebacken kriegt und immer hinterher ist. Doch wenn man nach einer Weile zurückblickt, merkt man, wie weit man doch schon gekommen ist. Und wenn man zumindest an sich selbst festhält, dann kann der immer wütende Strudel um einen herum einen nicht so schnell umwerfen. Also bleib neugierig und bis zum nächsten Mal.